Ich begrüße Sie zu einer weiteren Videolösung. Heute schauen wir uns das Thema Wärmeübertrag an. Wir schauen uns eine Aufgabe an von einem heißen Aluminiumstück, das ins Wasser gelegt wird. Ich zeige Ihnen mal die Aufgabe. Die Aufgabenstellung ist wie folgt. Wie viele Liter Wasser von 20 Grad Celsius müssen Sie mindestens in ein isolierendes Gefäß füllen, das ebenfalls bei anfänglich 20 Grad Celsius ist, um darin ein Stück Aluminium mit einer Masse von 600 Gramm und einer Temperatur von 90 Grad Celsius auf 35 Grad Celsius abzukühlen. Die spezifische Wärmekapazität von Wasser, die ist gegeben, sowie die von Aluminium. Zusätzlich noch eine Bemerkung, die Gefäßinnenseite, die ist ebenfalls der Temperaturänderung unterworfen und hat eine bestimmte Wärmekapazität. Schauen wir uns das mal an, wie das zu Beginn ausschaut. Wir haben das Aluminiumstück von 90 Grad Celsius. Das ist im Wasser bei 20 Grad. Und die Gefäßinnenseite, die ist ebenfalls bei 20 Grad. Das ist unser Anfangszustand. Wie sieht das System am Ende aus, wenn sich Endzustand einspielt? Das sieht wie folgt aus. Das Aluminiumstück bei 35 Grad, Wasser bei 35 Grad und die Gefäßinnenseite, die ist ebenfalls bei 35 Grad. Das Aluminium, das überträgt also Wärme ins Wasser und zur Gefäßinnenseite. Jetzt, wie können wir das quantifizieren? Wir wissen, der Wärmeübertrag ist wie folgt gegeben. Delta Q, das heißt die Differenz von Wärme, die ist gegeben durch die Masse mal die spezifische Wärmekapazität mal die Temperaturdifferenz. Das heißt, die Wärme, die von Aluminium übergeben wird ans Wasser, die können wir folgt berechnen. Das ist nämlich die Masse von Aluminium mal die spezifische Wärme von Aluminium mal Differenz der Temperatur. Und zu Beginn war das Aluminium ja bei 90 Grad Celsius. Das kürzen wir folgt ab. Das ist die Anfangstemperatur von Aluminium T0AL und minus die Endtemperatur des ganzen Systems. Und diese Wärme, die wird natürlich übertragen ans Wasser und die Gefäßinnenseite. Das heißt, auf der anderen Seite der Gleichung haben wir dann die Masse von Wasser mal die spezifische Wärmekapazität von Wasser und jetzt aufgepasst, die Temperaturdifferenz. Und die ist ja die Endtemperatur, das ist dann unsere 35 Grad Celsius, minus die Anfangstemperatur von Wasser, das waren diese 20 Grad Celsius. Kürzen auch wieder ab, das ist T0H2O. Jetzt sind wir aber noch nicht ganz fertig. Die Gefäßinnenseite, die wärmt sich ebenfalls. Und da haben wir gegeben, die Wärmekapazität ohne Masse, das ist dann einfach diese Wärmekapazität vom Gefäß, C Gefäß, das ist in der Aufgabenstellung diese 0,11 kJ pro Kelvin, mal die Temperaturdifferenz. Und das Gefäß ist am Schluss im Endzustand ebenfalls in der Endtemperatur und es hat begonnen bei 20 Grad, sagen wir T0 Gefäß und das ist ja gleich wie T0 von Wasser, ist ebenfalls 20 Grad. Gut, das ist unsere Gleichung, die Wärme wird übertragen von Aluminium und das können wir wie folgt berechnen, mit Temperaturen, spezifische Wärmekapazität und der Masse. Diese Wärme wird übergeben ans Wasser und das Gefäß und die können wir ebenfalls berechnen, mit der Masse, spezifische Wärmekapazität und Temperaturdifferenz. Im Gefäß haben wir nicht eine spezifische Wärmekapazität, sondern Gesamtwärmekapazität gegeben. Das heißt, wir rechnen einfach diese mit Temperaturdifferenz aus. Und jetzt müssen wir natürlich nach der Masse auflösen. Die ist gesucht. Was ist die Masse? Also lösen wir die ganze Gleichung nach der Masse auf. Und das sieht wie folgt aus. Nämlich Masse von Aluminium mal die spezifische Wärmekapazität mal Temperaturdifferenz minus die Wärmekapazität vom Gefäß
dessen Temperaturdifferenz geteilt durch spezifische Wärmekapazität von Wasser und Temperaturdifferenz von Wasser. Und das ergibt dann die gewünschte Masse von Wasser. Haben wir nämlich eine tiefere Masse, dann würde sich die Mischtemperatur höher einstellen. Haben wir eine höhere Masse, würde sich die Mischtemperatur tiefer einstellen. Aber die Mischtemperatur ist ja gegeben und deshalb schauen wir uns an, was die Masse dann genau sein muss, um im System dann 35 Grad zu haben. Und jetzt können wir noch die Zahlen einsetzen und das sieht dann wie folgt aus. Also diese 600 Gramm von Aluminium, spezifische Wärmekapazität von Aluminium 0,896. Ich will noch die Einheiten, Kilojoule über Kilogramm Kelvin mal Kelvin mal die spezifische, also eben die Wärmekapazität von Gefäß mal Temperaturdifferenz über spezifische Wärmekapazität von Wasser, Kilojoule über Kilogramm Kelvin ist Temperaturdifferenz. Hier haben wir Kelvin genommen, weil wir im standardmäßig Kelvin. Es würde jetzt in diesem spezifischen Fall auch mit Celsius gehen, wenn wir hier also diese 90 Grad Celsius einsetzen und hier diese 35 Grad Celsius. Häufig wird aber der Fehler gemacht, dass nur mit Celsius gerechnet wird, wenn man nur solche Formeln hat und dann passieren Fehler. Deshalb haben wir gleich gezeigt, wie die Zahl dort mit Kelvin ausschaut. Rechnen wir das noch aus. Das gibt uns dann die Masse, wenn alles gut kommt. Kelvin, Kilojoule, Kilojoule, das wird sich dann wegkürzen. Und schlussendlich sollte dann noch die Masse übrig bleiben. Und ganz genau, am Ende haben wir 0,445 Kilogramm. Das heißt, wir haben jetzt unsere Lösung. Mit 0,445 Kilogramm Wasser, wenn Sie diese Menge benutzen, können Sie ein Aluminiumstück von 90 Grad runterkühlen auf 35 Grad. Wenn Sie natürlich mehr Wasser nehmen, dann würde sich die Mischtemperatur natürlich tiefer einsetzen. Das ist auch sinnvoll, weil Sie haben bestimmte Wärme gegeben, müsste sich die Mischtemperatur anders einsetzen, damit die Gleichung erfüllt ist. Würde man weniger Wasser nehmen, dann würde natürlich die Wärme von Aluminium in weniger Masse vom Wasser in die gleiche Gefäßwand gehen und würde das Wasser dementsprechend mehr erwärmen. Und damit Sie eben gerade 35 Grad Celsius erhalten, also diese 308 Kelvin, muss man diese 0,445 Kilogramm verwenden. Das ist eigentlich so eine typische Aufgabe mit Wärmeübertrag und diese rechnet man standardmäßig eben, wo von wo wird die Wärme übertragen, von Aluminium zu Wasser, rechnet man dann aus, entweder nach der Masse oder vielleicht ist die Mischtemperatur gefragt und löst dann auf. Ich hoffe, Sie konnten etwas lernen durch diese Videolösung und wir sehen uns beim nächsten Mal.